I am the Jochen and this is the Frühsport für Mittwoch, den 23. Februar 2022. Schönen guten Morgen. Ganz, ganz unspektakuläre Ausgabe heute. Olympia ist vorbei. Tabellen haben wir für diese Woche auch schon hinter uns gebracht. Es wird eine ganz gemütliche Ausgabe heute. Die wird noch nicht besonders lang, aber ich hoffe, sie wird einigermaßen vielseitig. Wir haben verschiedene Sportarten auf dem Programm stehen, die wir etwas genauer beleuchten wollen. Wir fangen klassischerweise mit dem Fußball an. Und mit dem ewig dauernden Achtelfinale in der Champions League. Dritter Teil ist jetzt rum von 8. Es zieht sich wirklich unglaublich. Gestern 2 Spiele. Chelsea gewinnt 2-0 gegen Lille. Und Villarreal spielt 1-1 gegen Juventus Turin. Soweit, alles gut. Heute geht es weiter um 21 Uhr mit den nächsten beiden Spielen. Das sind dann die letzten beiden Hinspiele. Und dann sind 2 Wochen Pause. Und dann fangen wir an mit den Rückspielen. Und die dauern dann auch wieder 2 Wochen. Kennen wir ja inzwischen. Wir schauen mal kurz, was Anton sagt zu den heutigen Spielen. Der Experte hat hier wieder getippt. Heute Abend gibt es nämlich beide Spiele übrigens auf Sky und das heißt, man kann auch wieder Konferenz gucken zwischen den zwei Spielen. Ich finde das immer doof an Dienstagen, wenn es in zwei verschiedenen Anbietern läuft und man hat keine Konferenz. Ich gucke gern Konferenzen und gerade bei zwei Spielen finde ich die auch durchaus erträglich, muss ich sagen. Aber gut, es ist wie es ist. Heute Abend Atletico Madrid gegen Manchester United. Anton sagt dazu, puh, beide momentan nicht so the yellow from the egg. Ich würde auf Atletico gehen, da die in der Abwehr eigentlich stabiler sind, aber Ronaldo trifft auf jeden Fall mindestens einmal. Klar, alter Real Madrid-Fan muss das tippen, aber Ronaldo trifft halt auch immer gut gegen Atletico. Das ist so eine Art Lieblingsgegner für ihn. In den Ligen haben wir ja jetzt schon gesehen, sind sie beide so lala. Manchester United noch auf der 4, aber droht überholt zu werden von hinten raus. Da waren ja einige noch mit Nachholspielen, die vorbeigehen konnten. Atletico jetzt gerade letzte Woche mit der Niederlage gegen den Tabellenletzten ein bisschen geschwächelt im Kampf dort um die Champions League. Vielleicht ist das für beide der große Ausweg, um die Champions League zu erreichen im nächsten Jahr, wenn sie hier den Titel gewinnen. Aber jetzt muss erstmal einer von beiden eine Runde weiterkommen. 21 Uhr und Benfica gegen Ajax. Da sagt der Experte, Ajax ist in der Eredivisie das Maß aller Dinge und wird sich, wenn auch knapp, gegen Benfica durchsetzen. Es gibt sogar Menschen, die sagen, Ajax ist dieses Jahr der Geheimfavorit. Das ist eine dermaßen zusammengeschweißte Truppe, die hier toll spielt, auch in der Liga wirklich toll spielt und vielleicht den Großen hier die Beine stellen kann dieses Jahr. Die waren ja schon im Halbfinale vor gar nicht allzu langer Zeit. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall denke ich, zwei Spiele, die relativ offen sind. Das ist nicht sowas wie hier Sporting Lissabon gegen City letzte Woche, sondern das sind zwei Spiele, die können in beide Richtungen ausgehen. Das Ganze noch als Konferenz. Ich glaube, da kann man heute Abend bei der Zone einiges richtig machen, wenn man reinschaut. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass das nicht ganz, ganz mau wird. So, was macht dann in der Zwischenzeit die Premier League? Die sagt sich, Mensch, wir haben nur noch so viele Nachholspiele. Hatte ich ja schon mal gesagt, denen ist das ja Wumpe, ob parallel Champions League ist. Die sagen sich einfach, wir haben das Premium-Produkt, wir spielen einfach zur Champions League-Zeit und wenn die UEFA eine Strafe dafür verhängt, dann ist das halt so. Weil eigentlich sollte man das nicht tun. Aber die machen das, hauen drei Spiele raus, 20:30, zum Beispiel Tottenham Hotspur zu Gast in Burnley. Das ist einer von den Vereinen, Tottenham Hotspur, die ja Manchester United über die Nachholspiele überholen konnten. Watford gegen Crystal Palace, das ist dann eher was aus der unteren Tabellenhälfte. Und Liverpool 2045 gegen Leeds United. Die können mit einem Sieg bis auf 3 Zähler rankommen an Manchester City und dann den Titelkampf wieder richtig spannend machen. Diese Partien allesamt auf Sky Sport zu sehen. Und das ist der Fußball vom heutigen Mittwoch. Schauen wir aufs Eishockey. Die deutsche Eishockeyliga gestern wurde gespielt und zwar dreimal. Wir haben die Eisbären Berlin, die sind Tabellenführer gewesen, die bleiben auch Tabellenführer. Die gewinnen nämlich 7:1 in Köln. Und vergrößern damit ganz klar ihren Vorsprung da an der Spitze. Bleiben vorne vor Wolfsburg und Mannheim und Ingolstadt. Dann gab es gestern noch Straubing, die haben gewonnen gegen die Fishtown Penguins. Die rutschen dadurch runter in der Tabelle auf Platz 6 nur noch. Und Schwenning hat gegen Iserlohn gewonnen, aber das ist nicht mehr relevant hier für den Kampf um die Playoffs. Heute Abend gibt es aber auch 4 Partien wieder um 19:30 Uhr, alles auf Magenta. Und zwar haben wir da die Wolfsburger nicht dabei, aber die Mannheimer haben wir. Die spielen in Augsburg. Wir haben die Münchner, die spielen in Düsseldorf. Und dazu gibt es noch Krefeld gegen Bietigheim und Nürnberg gegen Ingolstadt, den Tabellenvierten. Also 4 Spiele für die Eishockey-Freunde und auf Magenta wird man da ausgiebigst bedient werden heute Abend.
Jo, wir werfen mal einen kurzen Blick zum Tennis. Ich weiß, das sind zurzeit jetzt auch viele 500er-Turniere, die wir eigentlich ja nicht mehr so intensiv verfolgen wollten, aber aus deutscher Sicht ist es vielleicht ganz, ganz nett. Wir haben ja heute auch sonst nicht viel. Lohnt sich mal einen kurzen Blick drauf zu werfen. Die Turniere, die derzeit stattfinden, zum Beispiel in Acapulco, da ist Oscar Otte ausgeschieden gegen Carreño Busta. Und in Acapulco weitergekommen sind andere Herrschaften. Zum Beispiel spielt jetzt gerade in dieser Nacht, die jetzt ansteht, von Dienstag auf Mittwoch, Daniel Altmaier, der trifft auf Cameron Norrie. Und in Acapulco spielt dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Alexander Zverev gegen Peter Gojovcik. Die sind nämlich beide eine Runde weitergekommen und treffen jetzt direkt aufeinander. Dann gibt es noch das Turnier in Dubai, da ist Struff ausgeschieden. Und Hanfmann liegt gerade hinten im Santiago de Chile-Turnier. So. Ach ja, und Kravitz-Mies, das wollte ich noch erwähnen. Kravitz-Mies in ihrem ersten Match in Dubai gleich raus. Gegen Golubev und Martin oder Mateng, wie Jens Vogt wieder sagen will. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant noch, also als Randnotiz. Aber dafür gibt es da auch zum Beispiel jetzt ein interessantes Spiel, nämlich Struff zusammen mit seinem Partner Ehrlich gegen Pütz und Venus. Die sind auch wieder am Start. Wartet mal ab, Pütz Venus könnte hier in diesem Jahr sogar das bessere Paar werden als Kravitz-Mies, wenn das so weitergeht. Wobei die French Open kommen noch. Ja, und Djokovic ist auch wieder da. Der spielt in Dubai und spielt heute gegen Khachanov. Der ist auch eine Runde weitergekommen. Aber wer Tennis gucken möchte, der schaue bei Sky vorbei. Sky Sport im Fernsehen oder auf skysport.de auf der Webseite. Da wird auch einiges gestreamt vom Tennis. Aber wie gesagt, das sind nicht die großen Turniere, deswegen werde ich das jetzt hier nicht so ganz ausgiebig verfolgen. Ich dachte nur einfach mal, ich lasse das heute mal fallen und dann wisst ihr, was Sache ist. Wir nutzen auch die Gelegenheit, dass sonst nicht so viel ist und schauen mal vorbei beim Handball in der European League. Gucken mal, wie es da so steht. Da haben die Deutschen gestern wieder gespielt und das durchaus positiv. Magdeburg gewinnt sein Spiel in Aix. Und dadurch sind die Magdeburger weiterhin Tabellenführer in ihrer Gruppe. In der Gruppe C nämlich. 8 Spiele von 10 sind rum. Und die Magdeburger haben 15 Punkte und 10 Punkte Vorsprung. Das wird auf jeden Fall reichen zum Erreichen der Finalrunde. Das steht, glaube ich, jetzt schon fest. Ja, steht jetzt schon fest. So, die Füchse Berlin haben auch gewonnen gegen Irun in ihrer Gruppe. Das ist die Gruppe A. Und für die Füchse ist es auch durch. Die haben 14 Punkte nach 8 Spielen und haben einen Vorsprung von 12. Also das ist auch geritzt, dass sie weiterkommen werden. Und Lemgo, die haben unentschieden gespielt gegen Nantes, haben jetzt 9 Punkte nach 8 Spielen, aber auch 7 Punkte Vorsprung auf den nächsten, der nicht mehr weiterkommt. Also auch die sind bereits weiter. Das heißt, alle drei deutschen Teams schon qualifiziert für die nächste Runde. Und das ist so eine ganz gute Bilanz. Heute Abend gibt es auch noch ein Handballspiel aus der Champions League nämlich. Da sind zu Gast die Herrschaften aus Montpellier in Kiel beim THW. Gibt es live zu sehen auf, also nicht beim Technischen Hilfswerk, sondern beim Handballverein. Die spielen auf Servus TV live oder auch auf The Zone und zwar um 20:45 Uhr. THW Kiel gegen Montpellier. Tabellenausgangslage ist die in der Gruppe A dieser Champions League, ist Kiel Dritter und Montpellier ist Zweiter. Mit einem Punkt Vorsprung. Das ist also ganz eng, weil die ersten beiden stehen direkt im Viertelfinale und Platz 3 bis 6, die müssen in eine Qualifikationsrunde fürs Viertelfinale. Also da wird es für Kiel durchaus, es sind 11 Spiele rum von 14, also 3 sind es noch. Und da lohnt sich es wirklich, Zweiter zu werden. Die Kieler wäre schön, wenn sie es schaffen würden, weil dann sparen sie sich einfach eine Runde, weil sie das Achtelfinale, also das sogenannte Achtelfinale auslassen könnten. Es schüttet gerade draußen, weil man es hört, dass der Regen gegen die Scheiben prasselt. Genau, also wer das gucken möchte, Champions League heute 20:45 Uhr, seid ihr dabei auf Servus TV im Free TV oder auf The Zone. Wer das sowieso gerade laufen hat, kann da natürlich auch reingucken. So, haben wir noch was über? Ich gucke aber, was ich noch so finde. Premier League haben wir auch schon gemacht. Ach, hier könnte ich noch mal kurz blicken auf die Wasserball Champions League. Da gab es gestern Niederlage für Hannover gegen Marseille. Und Sparta Berlin hat gewonnen gegen Steaua Bukarest. Wir blicken mal kurz in die Gruppe B hier rein. 8 Teams, 10 Spiele sind rum von 14 und die ersten 4 kommen dann in die K.O.-Runde. Die beiden Deutschen wären momentan nicht drin. Also Hannover hat 11 Punkte, Spandau hat 10 Punkte und man bräuchte momentan 13, um da noch reinzurutschen. Es ist noch machbar für die beiden. Denn Ujbuda Budapest liegt auf Platz 4 der Begehrte und hat eben 2 bzw. 3 Punkte Vorsprung. Die davor sind zu weit weg. Da kommt dann Dubrovnik als Dritter mit 21 Punkten, die holen sie nicht mehr. Aber sie müssten sich, glaube ich, schon ein bisschen anstrengen. Also gerade Hannover hätte jetzt hier gegen Marseille was gut machen können, aber die sind auch enteilt. Also da wird, denke ich, aus deutscher Sicht,
jetzt titelmäßig nichts gehen, aber wäre schon schön, wenn sie nochmal eine Runde weiterkommen könnten. Aber gut, werden wir auch im Auge behalten hier. Internationaler Wettbewerb im Wasserball. Es ist ein bisschen exotisch alles, aber das ist dieser Kanal ja immer. Ja, dass wir uns um solche Dinge auch kümmern. So, ich habe nichts mehr sonst. Ich würde sagen, das war's für heute. Machen wir es kurz. Morgen wird es wieder ein bisschen ausführlicher, denn morgen gibt es einen ausführlichen Blick auf die Europa League und auf die Conference League. Da sind nämlich jetzt schon, das geht ja ratzfatz. Da waren die eine Woche Hin- und Rückspiele, alles ist durch. Wir schauen mal auf die Rückspiele, was am Donnerstag dann wo alles zu sehen sein wird und wie die Ausgangslagen so sind. Und ja, was halt sonst noch so passiert, wie immer, wisst ihr ja Bescheid. Danke fürs Zugucken und habt einen schönen Mittwoch. Tschüss.